Auf der Gegenseite ebenfalls ein 7 Meter nach dieser unsauberen Aktion gegen Holger Hinrichsen, den Rechtsaußen. Und damit die Chance für Arne Eppers, den Torhüter beim TBV Lemgo, zu beweisen, dass auch er die Nummer 1 sein könnte. Denn heute hat er ja die Chance, den verletzten Finn Holpert zu vertreten. Krewinkel, Zerbe, Mladenovic, der hervorragende Rückraum der Lemgoer. Und ein tolles Anspiel auf Krewinkel. Ja, Begeisterung auf der Bank, zu Recht. Es war eine hervorragende Leistung der Lemgoer in der ersten Halbzeit, 6:3. Bei der SG Weichhandewitt zum Leidwesen des Trainers immer das gleiche Bild. Überhastete Angriffe, zu schnell abgeschlossen. Und dann ein sicherer, ein souveräner Aufbau beim TBV Lemgo. Ja, Krewinkel, der Wirbelwind. In der Mitte hat er sich durchgesetzt, gut gesehen. Ja, da freut er sich zu Recht. Er zeigt es, ja, mit Auge geworfen. Also gut gesehen hier von Frank Ziegler. Man merkt, die Lemgoer sehr gut eingespielt. Danach gelang den Lemgoern, wie so häufig an solchen Tagen, alles. Der Spielstand kurz vor der Pause, sage und schreibe, 12:5. Weichhandewitt spielte phasenweise wirklich wie ein Absteiger. Hier die letzte Aktion vor der Pause, ein Freiwurf. Der muss direkt ausgeführt werden und das ist eine Sache für den Jugoslawen beim TBV Lemgo, für Dragan Mladenovic. Und auch das klappt. 13:5, der Halbzeitstand. Das Spiel war damit bereits frühzeitig entschieden. Spannung also heute nicht wie gewohnt im Lemgoer Lüttfeld. Dafür aber eine Reihe wunderschöner Tore für den TBV. Volker Zerbe von seiner Grippe erholt. Der lange dann ein schöner rausgespielter Treffer. Krewinkel auf Ziegler und der mit einem Heber. Keine Chance für den zweiten Torhüter bei der SG Weichhandewitt für Oliver Schulz. Der Spielstand also längst zweitrangig und daher auch die Gelegenheit für die Lemgoer Ersatzspieler zu zeigen, wie gut sie sind. Das hier ist Jost Michael Vogel, heute zum ersten Mal überhaupt in Lemgo. Er ist in einer Nacht- und Nebelaktion hier nach Ostwestfalen geholt worden und soll den länger Verletzten Finn Holpert ersetzen. Und seine erste Bewährungsprobe nutzt er direkt, hier noch einmal zu sehen. Die erste Parade, dann weiß er kurzfristig nicht, wo ist der Ball und wird noch einmal angeworfen. Ein schöner Einstand für ihn. Danach dann Bernd Schwenker, der zweite Linksaußen. Auch er kann sich gut in Szene setzen, hier geschickt angespielt von Mladenovic, der eine Abgabe antäuscht und den Kreis anspielt und ein guter Aufsetzer von Bernd Schwenker. Ja, Lajos Mocsai, der Lemgoer Trainer, er konnte heute wirklich zufrieden sein mit seiner Mannschaft. Ein Tor schöner als das andere, gut herausgespielt. Hier ist es Michael Thierauf, der Kreisläufer. Wie gesagt, das Ergebnis spielte längst keine Rolle mehr. Das Spiel war entschieden. Das letzte Tor des Spiels resultiert aus einem Gegenstoß hier von Mike Bezdicek, der eigentlich nur in der Abwehr spielt.